die Basis der Piraten? Ich habe noch keine positive Identifikation. Das ist auch nicht deine Aufgabe. Schick mir das Material auf meinen Rechner, ich sehe es mir an. Raketenwerfer? Es könnten auch Bojen sein. Gut. Schick mir das Material rüber. Ramona? Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja. Major Herbold, SGA. Wir haben die Basis der Piraten identifiziert, die gestern das koreanische Containerschiff überfallen haben. 3 Grad 55 Minuten Nord, 47 Grad 17 Minuten Ost, 20 Meilen nördlich von Garakat. Ja. Wir schicken die Einsatzkoordinaten runter. Mein kleiner Freibeuter, du. Das ist ja schön. Na los, komm. Ja, einmal aufmachen und einmal zuwerfen. Sehr gut. Hallo, mein Schatz. Hallo. Wie war der Dienst? Die Klimaanlage ist immer noch kaputt. Vielleicht sollte ich mal vorbeikommen? Mama liest mir nachher noch was vor. Jetzt lass die Mama. Du machst jetzt deinen Teller leer, dann putzt du die Zähne und dann geht's ab in die Kurie. Bitte. Ja, klar. Na los. Captain Mojo und sein wilder Haufen liefen gerade über eine Lichtung, als plötzlich eine schaurige Stimme aus dem Dschungel zu hören war. Hey, ja, ho, Enterhaken und Kanonen, niemand kommt hier lebend raus! Den Piraten gefror das Blut in den Adern. So, und den Rest gibt's morgen Abend. Hm? Nein, jetzt weiterlesen. Nein, jetzt wird das Licht ausgemacht. Ja, schlafen! Ich muss noch mal auf die Dienststelle. Wieder ein Nachteinsatz. Haben die denn keine anderen Leute? Warte nicht auf mich. Ramona, wir müssen miteinander reden. Ja, nicht jetzt. My shotgun last scattered and fly.
Und wo geht die Reise hin? Nach Omsk, mit der Transsibirischen Eisenbahn. Wie war's denn in Moskau mit Nina Aleshko? Nett. Mhm. Das Vidania. Das Vidania. Aber hier hängt noch eine Woche Sibirien dran. Und? Wie ist es mit Leutnant Aleshko? Nett, hat er gesagt. Ein Stich in die Nieren. Sie ist verblutet. Versuchte Vergewaltigung? Ich denke nicht. Aber Handy, Geld und Kreditkarten fehlen. Tatzeit? So zwischen 1 und 1:30. Wissen wir denn schon, wer sie ist? Ja, Ramona Wagenknecht, 28, aus Moisdorf. Einer der Anwohner hat in der Nacht einen Schrei gehört, sich aber nichts dabei gedacht. Sie war Oberleutnant bei der Bundeswehr? Bitte. Das ist bestimmt ein Irrtum. Meine Frau ist auf ihrer Dienststelle. Nein. Es tut uns leid, Herr Wagenknecht. Gott! Wann hat Ihre Frau denn gestern Abend das Haus verlassen? Kurz nach 8. Sie hat einen Einsatzbefehl bekommen. Sie ist nochmal zum Stützpunkt gefahren. Ist das öfter vorgekommen, dass Ihre Frau abends nochmal los musste? Immer wenn die Bundeswehr irgendwo auf der Welt einen Einsatz hat, dann hängt Ramonas Einheit da mit drin. Ramona ist Kartografin. Sie wertet sie. Sie hat Satellitenbilder ausgewertet. Und haben Sie irgendeine Idee, wieso Ihre Frau letzte Nacht in der Leipziger Innenstadt war? Vielleicht wollte sie nach dem Dienst noch was essen? Wurde Ihre Frau vielleicht bedroht? Nein! Jemand, der ein Problem mit ihrem Job hatte. Hatten Sie sonst irgendwelche Probleme? Die ganzen Einsätze in der letzten Zeit, der ganze Bereitschaftsdienst, das hat ihr schon zu schaffen gemacht. Aber sonst, nein. Und zwischen Ihnen beiden? Zwischen uns war alles in Ordnung. Oberleutnant Wagenknecht war einer meiner erfahrensten Offiziere. Ich habe sie selbst nach Leipzig geholt. Sie hat einen kleinen Sohn. Welche Aufgabe hatte Frau Wagenknecht denn genau? Sie hat Fernerkundungsdaten der Satelliten Saarlupe und Helios 2 ausgewertet. Und die taktischen Ergebnisse dann den Einsatzkräften vor Ort zur Verfügung gestellt. Und wo lag das Operationsgebiet von Oberleutnant Wagenknecht? Am Golf von Aden. Wir überwachen dort die internationalen Schifffahrtsrouten im Rahmen der Antipiratenoperation Atalanta. Wir identifizieren potenzielle Gefahren und veranlassen, dass diese notfalls final aus dem Operationsszenario entfernt werden. Und hat sie das letzte Nacht auch gemacht? Also Schiffsrouten überwacht und potenzielle Gefahren identifiziert? Nein. Ramona, Oberleutnant Wagenknecht hatte nur Tagdienst. Wir versuchen hier Dienst und Familie so gut es geht unter einen Hut zu bringen. Der Ehemann von Frau Wagenknecht hat meinen Kollegen über das Gegenteil erzählt. Ah ja? Das heißt, Frau Oberleutnant hat ihren Ehemann belogen. Oder sie wollte die unschöne Wahrheit für ihren Mann nur verdaubarer formulieren. Töten heißt ja neuerdings auch nicht mehr töten, sondern final aus dem Operationsszenario entfernen. Hier, Olivia. Ja, irgendwo muss er ja erstmal sitzen. Und solange Hajo im Urlaub ist, kann ich ja sein Büro übernehmen, ne? Oder? Hm? Der Obduktionsbericht ist da. Ramona Wagenknecht hatte Spuren von Bendicidin im Blut. Das ist ein schwaches Beruhigungsmittel. Aber sie hat kurz vor ihrem Tod noch Espresso getrunken. Aber nicht, um sich für einen Nachteinsatz wach zu halten. Vielleicht kein Nachteinsatz für Volk und Vaterland. Jede Wette, Frau Oberleutnant hat einen kleinen Uniformfetischisten am Start, mit dem sie regelmäßig erotische Nahkampfübungen abgehalten hat. Und der hat ihr dann auch den falschen Einsatzbefehl geschickt, oder wie? Hm.
mir so leid. Ich denke immer, sie kommt gleich zurück. Wenn ich irgendwas für dich und den Jungen tun kann, irgendwas mit der Dienststelle regeln, sag einfach Bescheid. Das Diensthandy von Oberleutnant Wagenknecht ist vor 5 Minuten aktiviert worden. Wieso, wie geht das denn? Ich dachte, eure Leute haben die SIM-Karte am Tatort gefunden. Wagenknechts Handy wurde nicht durch die SIM-Karte lokalisiert, sondern durch die IMEI. Das hat mit dem IPv6-Standard zu tun. Das Handy hat sich per WLAN in ein offenes Netzwerk eingewählt. Das war meine Idee. Wo ist das Handy? Neustädter Weg 1. Komm. Kripo Leipzig, Maybach, das ist mein Kollege Kowalski. Entschuldigung, wir wollten Sie nicht erschrecken mit unseren Waffen, das ist ein Missverständnis. Meine Mitschwestern und ich, wir haben Brunnen in Uganda gebaut. Glauben Sie mir, wir haben schon ganz andere Waffen gesehen. Brunnen? Wie kommen Sie denn an all die Handys? Wir haben überall in der Stadt Sammelboxen aufgestellt. Aha. Genau, da können die Leute ihre alten Handys einwerfen, die sie nicht mehr brauchen, und wir machen sie dann wieder hübsch. Und dann verkaufen wir sie. Für unser Hilfsprojekt. Eine Schule für Yamame. Hm? Danke. Möchten Sie eins? 10 Euro das Stück. Oder Ihr Kollege? Ja. Ja. Haben Sie auch noch eins mit so richtig fetten Tasten? Sie meinen ein Seniorenhandy? Genau. Moment. Ja, hier. Natürlich. Super. Für unseren Chef. Was ist das? Ja. 20. Also ein Raubmord war das auf jeden Fall nicht. 2 Milliarden gibt die Welt jedes Jahr für Militäreinsätze aus, um den Transport von neuen Handys zu sichern. Nur damit sie am Ende in Sammelboxen landen und dann für ein paar Euro von Ordensschwestern verkauft werden, um in Afrika eine neue Schule zu bauen. Das ist doch total verquer, oder? Trotzdem würde ich gern erst unseren Mord aufklären und dann die Welt retten. Von den 2 Sammelboxen in der Nähe des Tatorts wird die hier von der Überwachungskamera eines Geldautomaten mit überwacht. Aber in den letzten 48 Stunden hat da niemand was reingeworfen. Das heißt, unser Täter könnte das Handy hier in der Löbauer Straße entsorgt haben. Leider keine verwertbaren Fingerabdrücke, aber ich habe im RAM-Speicher 1 Dutzend IP-Nachrichten wiederherstellen können. Alle Nachrichten wurden mit einer speziellen App abgeschickt. Die hier ist von gestern Abend. TPT 04 2045 BIM, was soll das? Das ist ein NATO-Code, oder? Mhm. TPT heißt Treffpunkt, 04 steht für Donnerstag, 20 für 20 Uhr und 45 für 45 Minuten. Und B? Das bedeutet Sommerzeit. Ja, und IMN? Das weiß ich auch nicht. Dann sollten wir doch mal mit Adrian Wagenknecht reden. Komm. Ja, natürlich habe ich bemerkt, dass Ramona in letzter Zeit öfter SMS bekommen hat. Einsatzbefehle von ihrer Dienststelle. Hat sie zumindest gesagt. Wir haben das überprüft, Herr Wagenknecht. Es gab keine Einsatzbefehle dieser Art. Wo ist Ramona denn dann nachts immer hingefahren? Das versuchen wir herauszufinden. Herr Wagenknecht, wie lange sind Sie schon arbeitslos? 6 Monate. Mein Arbeitgeber hat seinen Hauptsitz nach Nürnberg verlegt. Und umziehen, das kam für uns ja gar nicht in Frage. Wegen Ramonas Dienststelle. Und außerdem sind wir auch gerade erst hier eingezogen. Das heißt, Sie sitzen seit 6 Monaten hier rum und drehen Däumchen. Ich schreibe Bewerbung. Und ich kümmere mich um unseren Haushalt und um unseren Sohn. Den Sohnemann von der Kita abholen und Wäsche falten ist ja nur schon ein bisschen luschig. Vielleicht hat sich Ihre Frau ja deshalb einen Liebhaber gesucht. Meine Frau hatte keinen Liebhaber. Unsere Ehe war intakt. Ihre Frau hat Beruhigungsmittel genommen. Wussten Sie davon? Ich habe vor einer Woche Tabletten im Bad gefunden. Ich habe auch Ramona darauf angesprochen, aber sie hat dicht gemacht.
Klingt für mich alles nicht wirklich nach intakter Ehe. Wenn Sie mich fragen. Herr Wagenknecht, schauen Sie mal hier. Haben Sie eine Ahnung, was das hier bedeuten könnte? Natürlich. Das ist das Emoticon für Hanglos. Der Surfer groß. Fällt Ihnen irgendjemand ein, von dem der stammen könnte? Vielleicht Peter. Peter Zöllner. Okay, wir holen es den mal. Danke. Grassi-Straße 3. Ramona und ich, wir waren befreundet. Ich habe sie und ihren Mann vor 4 Jahren auf Maui kennengelernt. Und seitdem treffen sie sich regelmäßig mit Frau Wagenknecht. Uns manchmal getroffen, ja. Wenn Ramona Zeit hatte. Wir haben über Surfen gequatscht, über Boards. Und nach dem Quatschen sind sie dann eine Runde pimpern gegangen. Zwischen Ramona und mir lief nichts. Ja? Erstens war sie verheiratet und zweitens ist Adrian ein super netter Typ. So was würde ich nicht machen. Und gestern Abend haben sie sich auch zum Quatschen getroffen. Nochmal, gestern war ich den ganzen Abend zu Hause. Allein. Herr Zöllner, wir können auch gerne mit Ihrem Foto durch die Läden rund um den Tatort marschieren und fragen, ob Sie da gestern jemand gesehen hat. Okay. Zwischen Ramon und mir lief es. Seit wann? Seit ein paar Monaten. Und sie brauchte einfach mal jemanden, der nicht ständig über Hypotheken, Zinsen und Bewerbung geredet hat. Und gestern Abend? Waren wir zusammen im Tortuga bis kurz vor 1. Und dann? Dann ist Ramona nach Hause gefahren und ich bin noch da geblieben. Ich würde ganz gerne meinen Anwalt anrufen. Ganz süßer Typ. Und die Wagenknecht trifft sich gestern Abend heimlich mit ihm und steigt dann nicht mit ihm in die Kiste? Vielleicht hat sie sich's einfach anders überlegt. Jedenfalls scheint ihn der Tod seiner Freundin nicht besonders zu berühren. Wenn er sie erstochen hat, dann werden wir Spuren finden. Wer ist denn unser Pomadefreund? Oh, das ist Dr. Gregor Sommerlick, Zöllners Anwalt. Ah, Patterson, Bailey, Cooper and Sons. Da schreit der Name ja schon Freispruch. Wie kann Zöllner sich denn so jemanden leisten? Vielleicht auch ein Surfbuddy. Ich habe den Barkeeper im Tortuga interviewt. Oberleutnant Wagenknecht ist tatsächlich kurz vor 1 abgerauscht und Zöllner ist noch geblieben. Genau wie er gesagt hat. Ja, aber unser Surfer-Ken hat uns nicht erzählt, dass er sich vorher mit seiner Offiziers-Barbie noch mächtig in der Wolle gehabt hat. Na bitte, deswegen hat sie sich's anders überlegt. Ich werde diese ewige Heimlichtuerei so satt. Entweder ganz oder gar nicht. Aber Ramona wollte sich nicht von ihrem Mann und ihrem Eigenheim trennen. Und von ihrem Sohn? Ja, klar, dem Kurzen. Aber über den Job ihrer Freundin haben sie sich nie gestritten. Ich meine, Schiffe versenken ist ja nicht gerade besonders peace-mäßig. Das war Ramonas Privatangelegenheit. Die einen programmieren eben lustige Apps mit Pinguinen, um über die Runden zu kommen. Die anderen suchen auf Satellitenbildern nach der Achse des Bösen. So what? Ja? Rettich hat an den Abstrichen keine Blutspuren gefunden. Ja, danke. Ihr Labor hat nichts gefunden. Dann können mein Mandant und ich wohl gehen. Falls Sie noch Fragen haben, Sie haben noch meine Karte. Nein, Papa, hier sind nicht nur Männer. Ina ist auch noch da. Ja, klar. Ja. 0800 Arschwichser. No, hier steht die Kiste von Vidjaren. Puh, ich den Satzonia, okay? Dobra, hier steht die. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid, wirklich. Ja, don't touch. Das haben wir gleich. Ist das Blut oder was? Ja. Idiot. Mann. Thank you.
Valentin. Aufstehen, Zähne putzen, anziehen. Bist du traurig, dass Mama weg ist? Wann kommt Mama denn wieder? Weißt du, Mama ist auf einer Reise. Ganz weit weg. Wie weit weg? Ganz, ganz weit weg. Aber sie denkt ganz oft an dich. Ich denke auch oft an Mama. Der Papa auch. Ich war mit Herrn Zöllner verabredet. Wir wollten die Aussage noch mal besprechen. Tür stand auf. Haben Sie irgendwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Nein. Irgendwas angefasst? Ich habe Ihre Kollegen angerufen, das war's. Hören Sie, ich habe noch einen Termin. Angst um den Tagessatz? Ein Stich in die Nierengegend, genau wie bei Ramona Wagenknecht. Hat er nicht mal Zeit, die Jacke auszuziehen? Sieht aus, als hätte der Täter hier auf ihn gewartet. Hat was gesucht. Der Computer ist auch weg. Der Täter hat zwar sämtliche Flächen in Zöllners Wohnung abgewischt, aber die Haustür hat er vergessen. Die Kollegen haben am Türrahmen einen blutigen Fingerabdruck gefunden. Das Blut stammt vom Opfer. Das AFIS hat das Webemuster mit 8 anatomischen Merkmalen identifiziert. Und wir wissen auch, zu wem der Fingerabdruck gehört. Adrian Wagenknecht. Natürlich wollte ich wissen, was zwischen Ramona und ihm war. Und als Zöllner ihnen die ganze unschöne Wahrheit ins Gesicht gesagt hat, sind sie ausgerastet und haben ihn abgestochen. Nein! Als ich in die Wohnung gekommen bin, da war überall Blut. Ich habe seinen Puls gefühlt, aber er war tot. Da habe ich Panik gekriegt. Er hat doch mich angerufen, wollte sich mit mir treffen. Adrian, ich bin's, Peter. Pass auf, wir müssen miteinander reden. Es geht um Ramona. Was die Polizei dir erzählt, ist kompletter Schwachsinn. Ich will nur, dass du das weißt. Bis dann. Ich habe mir mal die Social-Media-Seite von Zöllner angesehen. Wen er so geliked hat, Beziehungsstatus. Der Typ hat echt sein ganzes Leben gepostet, 24/7. Fotos von seinen Surftrips, von seinen Fuck-Buddies, alles. Fuck-Buddies, ja? Ja, er stand auf blond. Vielleicht war Ramona Wagenknecht die Ausnahme, die Regel bestätigt. Glaube ich nicht. Darf ich vorstellen? Oliver, Wolfgang, Sven und Ronaldo. Zöllner stand auf Typen? Mal, wieso hat er denn behauptet, dass er eine Affäre mit der Wagenknecht hatte? Ich habe mir mal Zöllners Rechner angesehen. Zöllner war nicht irgendein Pinguin-App-Programmierer. Sondern? Zorro. Zorro? Das ist ja eine richtig große Nummer auf den Hackerboards. Ja, ich habe mal mit ihm gechattet. Der Typ war ein echter Genie. Was machen Sie denn auf Hackerboards, Herr Rettich, hm? Weiterbildung. Ich muss ja für meinen Job, muss ich mich ja informieren. Zöllner hat sich Software-Tools beschafft, also Werkzeuge, um AES-kodierte Dateien wiederherzustellen. AES? Das ist doch heftiger Staatsfeind Nummer 1 Scheiß. Ja, ganz genau. AES ist ein symmetrisches Kryptosystem und der Nachfolger von DES und 3DES. Mit einer Blocklänge von 128 Bit und einer Schlüssellänge von bis zu 256 Bits. Hm. Und jetzt gleich mal für Menschen über 40. AES ist eine Verschlüsselung. Nicht zu knacken. Eigentlich. Aber Zöllner hat sie geknackt. Na klar, er war Zorro. Wer setzt denn dieses AES ein? Geheimdienste und das Militär. Was, wenn zwischen Ramona Wagenknecht und Peter Zöllner wirklich nichts lief, sondern sie ihm geheime Daten der Bundeswehr verschafft hat? Und mit Ihren Satelliten können Sie sehen, was ich mir morgens aufs Brötchen schmiere? Ja, zumindest können wir sehen, wo Sie morgens Ihre Brötchen holen. Alle Daten landen hier bei uns oder am Hauptstandort unseres Kommandos in Reichenbach. Sagen Sie, ist es möglich, hier Daten herauszuschmuggeln? Nun, ausschließen kann ich sowas nicht. Aber selbst wenn, unsere Daten sind kodiert, das würde niemandem etwas nützen. Auch nicht jemand wie Ramona Wagenknecht? Oberleutnant Wagenknecht hat hier bestimmt keine Daten rausgeschmuggelt. Das kann ich Ihnen versichern. Würde es denn für Ihre Satellitendaten potenzielle Abnehmer geben? Ach, wissen Sie, Sie finden auf der Welt für alles einen Abnehmer. Sogar für gefrorene Hundescheiße. Nicht da? Nein. Nee, der ist im wohlverdienten Urlaub. Ha. Schön für ihn. Kann er seine müden Knochen ein wenig erholen. Ich habe mir diese Unterlagen angesehen. Die erstochene Bundeswehrsoldatin. Ich halte es in dieser Angelegenheit für die richtige Vorgehensweise, den militärischen Abschirmdienst einzuschalten. Das haben wir bereits erledigt. Was sagen die Kollegen in Köln? Wir sollen den sämtliche Ermittlungsunterlagen zukommen lassen.
Ja, und sollte sich tatsächlich ein sicherheitsrelevanter Hintergrund bestätigen, dann werden Sie sich in die Ermittlungen einschalten. Sie scheuen sich offensichtlich nicht davor, auch andere Dienststellen in Ihre Arbeit mit einzubeziehen. Ich scheue mich eigentlich vor gar nichts. Das gefällt mir. Und wer weiß, vielleicht geht Herr Trautschke ja bald in den wohlverdienten Ruhestand. Schicke Pornoleiste. Ich finde, das steht ihm. Hm. Ja, du scheust dich ja sowieso vor gar nichts, wie wir gerade gehört haben. Scharf auf Hajos Posten? Pass mal auf, du fängst dir gleich eine. Gerne. Ja, ich habe mir mal angesehen, was da am Horn von Afrika so abgeht. Die Piraten machen nicht gerade das große Geld mit den Überfällen. Und das waren früher eigentlich auch nur Fischer. Bis die Fabrikschiffe kamen aus Asien und Europa und die ganze Küste leergefischt haben. Und dann mussten sich die Fischer neue Wege suchen, wie sie ihre Familien ernähren können. Dann haben sie umgeschult auf Blutzwente und Messerjocke. Und gesteuert werden sie von den lokalen Warlords. Die versorgen sie dann auch mit den schweren Waffen. Ja, aber mit Hightech-Aufklärungsdaten der Bundeswehr können die doch auch nicht wirklich was anfangen, oder? Nope, aber es gibt definitiv Leute in Europa, die damit was anfangen können. Zum Beispiel internationale Anwaltskanzleien, die die Lösegeldzahlungen für die gekaperten Schiffe abwickeln. Die Presse vermutet schon lange, dass das die eigentlichen Drahtzieher der Überfälle sind. Die suchen die Ziele aus und geben die Richtung der Container nach Afrika weiter. Dafür wären solche Daten natürlich extrem nützlich. Klar, vor allem, wenn da die Übertragungsfrequenzen der Satelliten drauf sind. Feind hört mit. Mhm. Welche Kanzleien kommen denn da in Frage? Da gibt's ein paar. Darf ich kurz? Ja, klar. Hier, da. Bowen Partners, Clifford and Coopers, Peterson Bailey, Coopers and Sons und so weiter und so fort. Das ist doch die Kanzlei von Zöllners Anwalt. Das ist sie, ja. Erstens, ich habe Herrn Zöllner nicht getötet. Zweitens, ich weiß nichts von irgendwelchen Satellitendaten. Und drittens, ich habe den ganzen gestrigen Abend mit einem Kollegen aus der Kanzlei in der Hotelbar verbracht. Und das kann jetzt Ihr Kollege aus der Kanzlei sicher bestätigen. Falls Ihnen das nicht reicht, können Sie gern die Damen fragen, die uns begleitet haben. Gern. Welchen Escort-Service muss ich denn anrufen? Den, den Sie sich nicht leisten können. Also, wieso sind Sie eigentlich in Leipzig, Dr. Sommerling? Das wissen Sie doch ganz genau. Weil ich Herrn Zöllner juristisch vertreten habe. Und wie hat er das bezahlt? Ich meine, was die Dienste Ihrer Kanzlei an einem Tag kosten, das hat er gar nicht mal einen Monat verdient. Herr Zöllner hat für unser Haus Apps entwickelt. Im Gegenzug dafür haben wir ihn juristisch betreut. Apps für Ihr Fachgebiet International Corporate Law oder Piraterie und Geiselnahme? Wir verhandeln Lösegeldzahlungen von Reedereien an Piraten am Horn von Afrika. Als neutraler Mittelsmann. Damit die Schiffe und ihre Besatzung möglichst schnell wieder freikommen. Und als neutraler Mittelsmann verdient Ihre Kanzlei dabei Millionen. Wir sehen das als unsere humanitäre Pflicht an. Ich muss mal an die frische Luft. Na? Angenehmer Zeitgenosse? Wie ein Furunkel am Arsch. Sein PCR-Test war negativ. Zöllners Blut ist nicht an seinen Händen. Klar, der desinfiziert sie auch ständig. Blut hätten wir trotzdem gefunden. Da kann er sich noch so oft desinfizieren. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Herr Zöllner hat Daten von Oberleutnant Wagenknecht bekommen, die er für Ihre Kanzlei entschlüsseln sollte. Und deshalb sind Sie in Leipzig. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Natürlich nicht. Sehen Sie, und das war mir klar. Und deshalb werde ich mich jetzt verabschieden. Tun Sie das. Wissen Sie, ich habe wirklich sehr gute Kontakte zu Vertretern der Tagespresse. Und die sind immer brennend interessiert an einer exklusiven Geschichte. Und die Geschichte ist doch toll. Eine Londoner Kanzlei, die verwickelt ist in schmutzige Piratengeschäfte am Horn von Afrika. Gestohlene Daten. Blutiges Lösegeld, Zusammenarbeit mit Warlords, illegale Deals mit Piraten. Tja. Und das alles steht in der Zeitung, nachdem sich die Polizei mit dem Top-Anwalt dieser Kanzlei unterhalten hat. Mit Dr. Georg Sommerling. Das sieht nicht gut aus für Sie. Ist schön geworden. Verletzung der Bildrechte, üble Nachrede, Nötigung und Verleumdung, das wird den Richter freuen. Und wenn meine Kollegen und ich mit Ihnen fertig sind, dann können Sie sehr froh sein, wenn Sie noch einen Job als Nachtwächter bekommen. Mann, der Typ ist echt komplett aseptisch. An dem pellt ja einfach alles ab. Hau mir mal einen aufs Maul. Was? Das hast du doch schon den ganzen Tag vor. Komm, jetzt ist deine Chance. Hier. Ich hab's verdient. Sag mal, spinnst du jetzt total, Kowalski? Hackt's!
Die Angelegenheit ist für ihre Gehaltsklasse einfach ein paar Nummern zu groß. Schönen Tag noch. Entschuldigung, meine Nase, es muss irgendwie am Wetterwechsel liegen. Ich habe nur noch eine Frage an Sie, Herr Sommerlich. Sind Sie sicher, dass Ihre Kanzlei von Frau Wagenknecht keine geheimen Bundeswehrdaten gekauft hat? Nein. Dann denken Sie doch nochmal nach, Herr Sommerlich. Scheiße, voll auf die Schuhe. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Sommerlich. Zöllner hat uns die Aufklärungsdaten zum Verkauf angeboten. Er hat gesagt, er hätte eine todsichere Quelle, aber die Wagenknecht wollte überhaupt nicht verkaufen. Sie haben also gar keine Daten bekommen? Nein! Danke. Sie haben nicht zufällig ein Taschentuch? Die Polizei war noch mal da. Die wollen wissen, ob ich es für möglich halte, dass Ramona geheime Einsatzdaten verkaufen wollte. Was soll das denn? Wieso fragen die denn so einen Mist? Das habe ich denen auch gesagt. Das ist völlig absurd. Ich weiß, dass es bei euch auch finanziell seit einiger Zeit nicht so gut läuft. Ramona hat da mal Andeutungen gemacht. Wir sind seit 3 Monaten mit den Raten fürs Haus im Verzug. Ein Gehalt, das reicht einfach vorne und hinten nicht. 40 Bewerbungen habe ich geschrieben. Alle abgelehnt. Gibt keinen Job für mich, als ob man aussätzig wäre. Andrian, ich muss dich fragen. Hat Ramona irgendwann mal was mitgebracht aus der Dienststelle? Satellitenfotos, DVDs. Hast du da mal irgendwas gesehen? Nein. Das hätte Ramona nie gemacht. Nein, natürlich nicht. Wenn das ist Mumpitz, das da bin ich mir auch sicher. Na, tut's weh? Nicht so schlimm. Ich vermerke meinen Tagen, dass ich mich niemals mit Ina anlegen. Danke. Dir ist schon klar, dass wir nichts von dem verwenden können, was er dir erzählt hat, oder? Wenigstens wissen wir jetzt, worüber die Wagenknecht und der Zöllner sich gestritten haben. Er wollte die Bundeswehrdaten an die Kanzlei verkaufen und sie nicht. Und die Daten sind so wertvoll, dass dafür 2 Menschen abgestochen wurden. Ein Messerstich in die Nieren ist eine gängige Tötungsmethode bei Geheimdiensten. Ich telefoniere mit der Bundeswehr. Und wir sprechen noch mal mit dem Ehemann. Pfeife. Sie sagten, der Dienst habe ihrer Frau zu schaffen gemacht. Wissen Sie, ob es dafür einen konkreten Auslöser gab? Ramona hat nie viel von ihren Einsätzen erzählt. Das meiste war ja auch geheim. Aber auf einmal hatte der Dienst nicht mehr so viel bedeutet. Dabei hat sie ihren Job immer geliebt. Wann ging das los? Vor 2 Monaten. Im Mai. Man muss über seinen Tellerrand schauen, hat sie gesagt. Sich mehr für Menschen engagieren. Zum Beispiel für Kinder in Somalia. Ich fand das keine gute Idee. Diese Ex-Patenschaften kosten 300 Euro im Monat. Wir müssen eh schon jeden Euro umdrehen. Aber Ramona wollte das unbedingt. Und wenn sie was wollte, dann konnte man einfach nicht Nein sagen. Von wegen, die Bundeswehr gibt uns sämtliche Unterlagen, die für unsere Ermittlungen relevant sind. Hier drin ist alles geschwärzt, was auch nur annähernd Informationsgehalt hat. Irgendwas muss vor 2 Monaten passiert sein. Ich habe hier auch keine Einsätze im Mai. Nee, nix. Ah, hier ist was. 23. Mai. Operationsziel? Geschwärzt. Details? Auch geschwärzt. Beteiligte Einheiten? Überraschung. Alles schwarz. So. Informativ wie eine Pressemitteilung des nordkoreanischen Atomministeriums. Gut, dann müssen wir quer recherchieren. Darf ich mal? Bitte. So, mal sehen, was am 23. Mai in der Welt so los war. Ah, hier ist was. Im Rahmen der Anti-Piraten-Operation Atalanta haben EU-Kampfhubschrauber vor der somalischen Küste am Morgen 2 Fischerboote angegriffen und dabei 6 Piraten getötet. Und eine Woche später übernimmt Ramona Wagenknecht die Patenschaft für 6 Mädchen aus Somalia. Schlechtes Gewissen. Ja. Vielleicht wurden bei dem Hubschrauberangriff gar keine Piraten getötet, sondern Kinder. 23. Mai, ja? Ja.
Ja, vielen Dank. Danke. Also, das Führungskommando sagt, dass bei dem Angriff am 23. Mai 6 Piraten getötet wurden, die mit ihrem Boot Kurs auf einen japanischen Frachter genommen hatten. Und da besteht absolut kein Zweifel. Haben Sie gesagt, wer den Luftschlag autorisiert hat? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ich kann euch sagen, wer den Luftschlag autorisiert hat. Hat es irgendwer auf seiner Social-Media-Website gepostet? Fast. Hier, ich hab's nachgemessen mit Lineal. Das sind die Offizierdienstgrade der Dienststelle abbildende Aufklärung. Staatshauptmann Hof, Oberleutnant Fickelscherer, Oberleutnant Van Damme und so weiter. Nur einer der Namen passt hier in diese schwarzen Balken. Befehlshabender Offizier... Major Herbold. Das ist korrekt. Ich habe die Einsatzkoordinaten an die Kräfte vor Ort weitergeleitet. Und wieso haben Sie nicht bemerkt, dass an Bord der Boote Kinder waren? Ich habe 6 bewaffnete Piraten identifiziert. Da waren keine Kinder. Das hat Oberleutnant Wagenknecht aber anders gesehen. Nein. Oberleutnant Wagenknecht ist allein für die visuelle Aufbereitung und die Klassifizierung der Satellitenbilder zuständig. Die genaue Analyse der Operationsziele ist allein meine Aufgabe. Bei der Bundeswehr gilt doch das Vier-Augen-Prinzip. Warum gab es keine nochmalige Zielaufklärung durch Kräfte vor Ort? Es gab eine konkrete Gefahrenlage. Es blieb nicht die Zeit. Ein sofortiges Eingreifen war unumgänglich. Wir würden uns gerne mal die Daten vom 23. Mai anschauen. Das ist mit der Standortleitung abgesprochen. Selbstverständlich. Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Unser Server hatte vor einigen Wochen eine Fehlfunktion. Da ist eine Reihe von Daten leider zerstört worden. Wie es aussieht, auch die vom 23. Mai. Wie praktisch. Nochmal. Von welcher Verschwörungswebseite auch immer Sie diese fixe Idee haben. Es waren keine Kinder an Bord. Ja, denn wenn Kinder an Bord gewesen wären, dann wären Sie ja verantwortlich für deren Tod. Wollen Sie mich etwa beschuldigen? Dann könnten Sie Ihre schöne Beförderung zum Oberstleutnant direkt vergessen. Die steht doch wohl gerade an, oder? Besoldungsgruppe A14? Wollen Sie mir sagen, ich hätte Frau Wagenknecht getötet? Sie war eine Gefahr für Ihre Karriere. Nein, Frau Wagenknecht war keine Gefahr für meine Karriere. Wir waren befreundet, ich bin der Patenonkel von Ihrem Sohn. Wo waren Sie vorletzte Nacht zwischen 1 und 2? In meinem Büro. Ich hatte Bereitschaftsdienst. Das sollten Sie überprüfen. Ja, das werden wir. Aber vorher möchte ich noch einen PCR-Test bei Ihnen durchführen. Bitte? Darf ich? Sagen Sie mal, sammeln Sie alte Handys? Die Ordensschwestern in meiner Kirchengemeinde unterstützen damit eine Schule in Somalia. Man sollte diese Menschen unterstützen, wo man kann. Absolut. Es kann doch kein Zufall sein, dass die Flyer von den Ordensschwestern beim Herbers im Büro umlag. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Also der Standortkommandant sagt, laut deren Aufzeichnungen war Herbolz zur Tatzeit auf dem Stützpunkt. Scheiße. Das heißt nur, dass er nicht durch die Hauptzufahrt raus ist. Der PCR-Test von Herbolz war negativ. Ja, dann hat er eben Handschuhe angehabt. Ich schwöre euch, der Herbolz hat die Wagenknechte und die Zöllner umgebracht, um seine Fehler zu vertuschen. Ja, nur können wir ihm das nicht nachweisen und das weiß er ganz genau. Na gut, dann müssen wir ihm andere taktische Maßnahmen ergreifen, um ihn final aus dem Operationsszenario zu entfernen. Alles in Ordnung? Ich bin sofort losgefahren, als ich die Nachricht bekommen habe. Nichts ist in Ordnung. Du hast recht gehabt. Ramona hatte im Garten eine DVD versteckt. Mit Dateien von der Dienststelle. Valentin hat sie vorhin gefunden. Das habe ich befürchtet. Aber das braucht niemand zu erfahren. Gib mir einfach die DVD und ich kümmere mich darum. Niemand wird mitbekommen, dass Ramona Daten aus der Dienststelle mitgenommen hat. Adrian, wo ist die DVD? Ich habe die Satellitenbilder gesehen, Mike. Ich habe die Kinder auf dem Boot gesehen. Die Kinder, die bei dem Luftangriff getötet worden sind. Den Luftangriff, den du freigegeben hast. Deshalb war Ramona so am Ende mit ihren Nerven. Wo ist Valentin? Bei einem Freund. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du musst die Kinder doch gesehen haben!
hast du dir das Material nicht angeguckt? Ich habe das Boot identifiziert. Es hat mir gereicht. Als Ramona die Kinder entdeckt hat, ist sie durchgetickt und sie wollte Meldung beim Führungskommando machen. Das konnte ich nicht zulassen. Wieso habe ich die Bilder zerstört? Aber sie hatte bereits eine Kopie auf einer DVD gemacht, um sie ihrem Surferfreund zu geben. Du hast Ramona umgebracht, du Schwein! Es tut mir leid, Adrian. Vor allem für Valentin. Ich kann ihn nicht verraten. Ich bin doch sein Patenonkel. Die Waffe runter! Lassen Sie ihn los! Also, lieber Verwunder, Herr Woltz. Major Herr Woltz, Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Ramona Wagenknecht und Peter Zöllner. Herr, klopft mich nur an, den Mörder. Aber das ist euer Krieg. Euer schickes Hybridauto, euer Ökohaus. Einen hippen Laptop, damit Mutti und Papa besser schlafen können. Aber im Krieg, da sterben nun mal Menschen. Das ist der Preis für eure schöne neue Konsumwelt. Wir reißen uns dafür den Arm auf. Basis der Piraten? Ich habe noch keine positive Identifikation. Das ist auch nicht deine Aufgabe. Schick mir das Material auf meinen Rechner, ich sehe es mir an. Raketenwerfer? Es könnten auch Bojen sein. Gut. Schick mir das Material rüber. Ramona? Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja. Major Herbold, SGA. Wir haben die Basis der Piraten identifiziert, die gestern das koreanische Containerschiff überfallen haben. 3 Grad 55 Minuten Nord, 47 Grad 17 Minuten Ost, 20 Meilen nördlich von Garakat. Ja, wir schicken die Einsatzkoordinaten runter. Kleiner Freibeuter, du. Das ist ja schön. Na los, komm.
Ja, einmal aufmachen und einmal zuwerfen. Sehr gut. Hallo, mein Schatz. Hallo. Wie war der Dienst? Klimaanlage ist immer noch kaputt. Vielleicht sollte ich mal vorbeikommen? Mama liest mir nachher noch was vor. Jetzt lass die Mama. Du machst jetzt deinen Teller leer, dann putzt du die Zähne und dann geht's ab in die Kurie. Bitte. Ja, klar. Na los, komm. Captain Mojo und sein wilder Haufen liefen gerade über eine Lichtung, als plötzlich eine schaurige Stimme aus dem Dschungel zu hören war. Hey, ja, ho, Enterhaken und Kanonen, niemand kommt hier lebend raus. Den Piraten gefror das Blut in den Adern. So, und den Rest gibt's morgen Abend. Hm? Nein, jetzt weiterlesen. Nein, jetzt wird das Licht ausgemacht. Ja, schlafen. Ich muss noch mal auf die Dienststelle. Wieder ein Nachteinsatz. Haben die denn keine anderen Leute? Warte nicht auf mich. Ramona, wir müssen miteinander reden. Ja, nicht jetzt. Und wo geht die Reise hin? Nach Omsk, mit der transsibirischen Eisenbahn. Wie war's denn in Moskau mit Nina Aleshko? Nett. Mhm. Dos vidania. Dos vidania. Oh, hier hängt noch eine Woche Sibirien dran. Und? Wie ist es mit Leutnant Aleshko? Nett, hat er gesagt. Ein Stich in die Nieren. Sie ist verblutet. Versuchte Vergewaltigung? Ich denke nicht. Aber Handy, Geld und Kreditkarten fehlen. Tatzeit? So zwischen 1 und 1:30. Wissen wir denn schon, wer sie ist? Ja, Ramona Wagenknecht, 28, aus Meusdorf. Einer der Anwohner hat in der Nacht einen Schrei gehört, sich aber nichts dabei gedacht. Sie war Oberleutnant bei der Bundeswehr? Bitte. Das ist bestimmt ein Irrtum. Meine Frau ist auf ihrer Dienststelle. Nein. Es tut uns leid, Herr Wagenknecht. Gott! Wann hat Ihre Frau denn gestern Abend das Haus verlassen? Kurz nach 8. Sie hat einen Einsatzbefehl bekommen. Sie ist nochmal zum Stützpunkt gefahren. Ist das öfter vorgekommen, dass Ihre Frau abends nochmal los musste? Immer wenn die Bundeswehr irgendwo auf der Welt einen Einsatz hat, dann hängt Ramonas Einheit damit drin. Ramona ist Kartografin. Sie wertet sie. Sie hat Satellitenbilder ausgewertet.
Und haben Sie irgendeine Idee, wieso Ihre Frau letzte Nacht in der Leipziger Innenstadt war? Vielleicht wollte sie nach dem Dienst noch was essen? Wurde Ihre Frau vielleicht bedroht? Nein! Jemand, der ein Problem mit ihrem Job hatte. Hatten Sie sonst irgendwelche Probleme? Die ganzen Einsätze in der letzten Zeit, der ganze Bereitschaftsdienst, das hat ihr schon zu schaffen gemacht. Aber sonst, nein. Und zwischen Ihnen beiden? Zwischen uns war alles in Ordnung. Oberleutnant Wagenknecht war einer meiner erfahrensten Offiziere. Ich habe sie selbst nach Leipzig geholt. Sie hat einen kleinen Sohn. Welche Aufgabe hatte Frau Wagenknecht denn genau? Sie hat Fernerkundungsdaten der Satelliten Saarlupe und Helios 2 ausgewertet und die taktischen Ergebnisse dann den Einsatzkräften vor Ort zur Verfügung gestellt. Und wo lag das Operationsgebiet von Oberleutnant Wagenknecht? Am Golf von Aden. Wir überwachen dort die internationalen Schifffahrtsrouten im Rahmen der Antipiratenoperation Atalanta. Wir identifizieren potenzielle Gefahren und veranlassen, dass diese notfalls final aus dem Operationsszenario entfernt werden. Und hat sie das letzte Nacht auch gemacht? Also Schiffsrouten überwacht und potenzielle Gefahren identifiziert? Nein. Ramona, Oberleutnant Wagenknecht, hatte nur Tagdienst. Wir versuchen hier Dienst und Familie so gut es geht unter einen Hut zu bringen. Der Ehemann von Frau Wagenknecht hat meinen Kollegen nur das Gegenteil erzählt. Ah ja? Das heißt, Frau Oberleutnant hat ihren Ehemann belogen. Oder sie wollte die unschöne Wahrheit für ihren Mann nur verdaubarer formulieren. Töten heißt ja neuerdings auch nicht mehr töten, sondern final aus dem Operationsszenario entfernen. Hier, Olivia. Ja, irgendwo muss er ja erstmal sitzen. Und solange Hayo im Urlaub ist, kann ich ja sein Büro übernehmen, ne? Oder? Der Obduktionsbericht ist da. Ramona Wagenknecht hatte Spuren von Bendicidin im Blut. Das ist ein schwaches Beruhigungsmittel. Aber sie hat kurz vor ihrem Tod noch Espresso getrunken. Aber nicht, um sich für einen Nachteinsatz wach zu halten. Vielleicht kein Nachteinsatz für Volk und Vaterland. Jede Wette, Frau Oberleutnant hatte einen kleinen Uniformfetischisten am Start, mit dem sie regelmäßig erotische Nahkampfübungen abgehalten hat. Und der hat ihr dann auch den falschen Einsatzbefehl geschickt, oder wie? Hm. Diensthandy von Oberleutnant Wagenknecht ist vor 5 Minuten aktiviert worden. Wieso, wie geht das denn? Ich dachte, eure Leute haben die SIM-Karte am Tatort gefunden. Wagenknechts Handy wurde nicht durch die SIM-Karte lokalisiert, sondern durch die IMEI. Das hat mit dem IPv6-Standard zu tun. Das Handy hat sich per WLAN in ein offenes Netzwerk eingewählt. Das war meine Idee. Wo ist das Handy? Neustädter Weg 1. Komm. Kripo Leipzig, Maybach, das ist mein Kollege Kowalski. Entschuldigung, wir wollten Sie nicht erschrecken mit unseren Waffen, das ist ein Missverständnis. Meine Mitschwestern und ich, wir haben Brunnen in Uganda gebaut. Glauben Sie mir, wir haben schon ganz andere Waffen gesehen. Brunnen? Wie kommen Sie denn an all die Handys? Wir haben überall in der Stadt Sammelboxen aufgestellt. Aha. Genau, da können die Leute ihre alten Handys einwerfen, die sie nicht mehr brauchen, und wir machen sie dann wieder hübsch. Und dann verkaufen wir sie. Für unser Hilfsprojekt
Eine Schule für Yamame. Hm? Danke. Möchten Sie eins? 10 Euro das Stück. Oder Ihr Kollege? Ja. Ja. Haben Sie auch noch eins mit so richtig fetten Tasten? Sie meinen ein Seniorenhandy? Genau. Moment. Ja, hier. Natürlich. Super. Für unseren Chef. Was ist das? Ja. 20. Also ein Raubmord war das auf jeden Fall nicht. 2 Milliarden gibt die Welt jedes Jahr für Militäreinsätze aus, um den Transport von neuen Handys zu sichern. Und damit sie am Ende in Sammelboxen landen und dann für ein paar Euro von Ordensschwestern verkauft werden, um in Afrika eine neue Schule zu bauen. Das ist doch total verquer, oder? Trotzdem würde ich gern erst unseren Mord aufklären und dann die Welt retten. Von den 2 Sammelboxen in der Nähe des Tatorts wird die hier von der Überwachungskamera eines Geldautomaten mit überwacht. Aber in den letzten 48 Stunden hat da niemand was reingeworfen. Das heißt, unser Täter könnte das Handy hier in der Löbauer Straße entsorgt haben. Leider keine verwertbaren Fingerabdrücke, aber ich habe im RAM-Speicher ein Dutzend IP-Nachrichten wiederherstellen können. Alle Nachrichten wurden mit einer speziellen App abgeschickt. Die hier ist von gestern Abend. TPT 04-2045-BIM, was soll das? Das ist ein NATO-Code, oder? Mhm. TPT heißt Treffpunkt, 04 steht für Donnerstag, 20 für 20 Uhr und 45 für 45 Minuten. Und B? Das bedeutet Sommerzeit. Ja, und IMN? Das weiß ich auch nicht. Dann sollten wir doch mal mit Adrian Wagenknecht reden. Komm. Ja, natürlich habe ich bemerkt, dass Ramona in letzter Zeit öfter SMS bekommen hat. Einsatzbefehle von ihrer Dienststelle. Hat sie zumindest gesagt. Wir haben das überprüft, Herr Wagenknecht. Es gab keine Einsatzbefehle dieser Art. Wo ist Ramona denn dann nachts immer hingefahren? Das versuchen wir herauszufinden. Herr Wagenknecht, wie lange sind Sie schon arbeitslos? 6 Monate. Mein Arbeitgeber hat seinen Hauptsitz nach Nürnberg verlegt. Und umziehen, das kam für uns ja gar nicht in Frage. Wegen Ramonas Dienststelle. Und außerdem sind wir auch gerade erst hier eingezogen. Das heißt, Sie sitzen seit 6 Monaten hier rum und drehen Däumchen. Ich schreibe Bewerbung. Und ich kümmere mich um unseren Haushalt und um unseren Sohn. Den Sohnemann von der Kita abholen und Wäsche falten ist ja nur schon ein bisschen luschig. Vielleicht hat sich Ihre Frau ja deshalb einen Liebhaber gesucht. Meine Frau hatte keinen Liebhaber. Unsere Ehe war intakt. Ihre Frau hat Beruhigungsmittel genommen. Wussten Sie davon? Ich habe vor einer Woche habe ich Tabletten im Bad gefunden. Ich habe auch Ramona darauf angesprochen, aber sie hat dicht gemacht. Klingt für mich alles nicht wirklich nach intakter Ehe. Wenn Sie mich fragen. Herr Wagenknecht, schauen Sie mal hier. Haben Sie eine Ahnung, was das hier bedeuten könnte? Natürlich. Das ist das Emoticon für Hanglos. Der Surfer groß. Fällt Ihnen irgendjemand ein, von dem der stammen könnte? Vielleicht Peter. Peter Zöllner. Okay, wir holen es den mal. Danke. Grassi Straße 3,